So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von der Pokémon Rot NFW Nuzlocke Challenge Deluxe. Und heute mit mir, dem Bänger der Erzählfänger in der Pokémon Liga. Und das wird wirklich in der Tat eine Herausforderung, wie ihr sie wahrscheinlich noch nicht gesehen habt. Ich meine, NFEs, Nuzlocke Challenge, ja, habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen. Ich habe, wie angekündigt, meine ganzen Pokémon auf Level 60 trainiert. Ja. Und auf Level 60 sehen wir zum Beispiel Mr. Trackis. Sehr hoher Speedwert, also das wird uns sehr helfen, dieser hohe Speedwert. Verteidigung ist auch recht solide mit 101. Also Mr. Trackis, schockt du selbst jetzt. Angriff für Donnerblitz, Lichtschild, Ultraschall, Donnerwelle. Ich hätte natürlich Ultraschall auch wegmachen können, weil Ultraschall einfach unnötig ist. Aber wir brauchen Mr. Trackis eigentlich nur wegen Donnerblitz. Gut, das wollte ich so gesagt haben. Dann haben wir Dirty Dancer, den roten Dancer mit 6 Eiern. Ja. Was gibt es dazu zu sagen? Eigentlich auch nichts, außer dass wir ihn wegen seinem geilen Typen brauchen. Psychotypen aus der ersten Gen sehr stark. Psychokinese hier 12 AP. Ja, ansonsten was eigentlich. Schlafbruder und Egelsang haben wir auch noch drauf. Dann haben wir Sayu, die brauchen wir wegen Erdbeben, wegen Chocuzel, Qualität, Malität, auch noch sehr schnell. Guter Revenge-Killer. Tufan, bei Tufan habe ich das meiste getan. Ich meine Level 60, sehr hoher Verteidigungswert, hoher Spezialwert, wird uns auch sehr helfen. Unsere kleine Wall, deswegen habe ich hier auch Toxin beigebracht. Toxin ist zwar nicht so stark wie in den späteren Generationen, aber immerhin Toxin ist Toxin. Blizzard habe ich noch ein AP Plus draufgehauen. Blizzard, Hydro-Pumpe hat es auch noch gelernt, für den Fall der Fälle, man weiß ja nie. Dann haben wir Solex. Ja, Solex. Gut, komm, kann Bauchschnabel fliegen, Silberblick und Furienschlag. Warum nicht? Besser als Hakan. Hakaninho. Und Vanessa. Hoher Speedwert, hoher Angriffswert. Feuertyp brauchen wir immer wieder gerne. Es gibt ja nur sehr wenig Feuertypen in der ersten Gen. Ich glaube, vier Pokémon. Glumanda plus Evolution, Ponita plus Evolution, inklusive Fukano plus Evolution. Und dann noch, wie das letzte? Magma, genau. Das war's, glaube ich. Und Lavados natürlich. Aber Lavados, ja gut. Oh, sorry. Lavados halt, ne? Was soll ich zu Lavados sagen, verdammt? Nichts. Richtig. Ich hätte natürlich noch mit AP hier AP Plus verdoppeln können, aber das war mir dann doch ein bisschen zu lame. Ja, bisschen lame, aber ich hätte halt AP Plus wirklich klonen können. Merke ich jetzt gerade eigentlich auch. Und zusätzlich werde ich das so machen, dass ich jetzt zwei Parts, die ersten beiden Top-4-Mitglieder mache, dann zwei Parts, die anderen beiden Top-4-Mitglieder und den Champ dann alleine. Das heißt, das wird jetzt der vorvorletzte Part im besten Fall der Fälle. Und wir starten mit Mr. Trackis. Und ja, Items haben wir auch genügend hier. Meine Freunde, es geht los. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst im Gnade winzen, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Bist du bereit? Ein Schlag gegens Gesicht, du miese Schlampe. Zieh dir mal was Vernünftiges an. Was ist das denn? Muffler, Muffler. Ist ja unglaublich. Ja gut. Sie haben einen Jugend Level 54 und manche werden jetzt sagen, hey, mit Oberlevel. Aber erstens... Angriff geht daneben, super. Gegen Ende der Top 4 werden wir dann auf einmal nicht mehr overlevelt sein. Und wir haben halt NFE-Pokémon. Das heißt, bisschen overleveln gleicht sich halt in der Art auch aus, finde ich. Denke ich. Und 6 Level sind eigentlich nichts. Ja. Außer es wird gewonnen-hitted. Wir haben ja selber gesehen, dass Mushas auch schon eine. Oh, Volltreffer, ey. Was ist das denn? Ich crit mich hier durch wie sonst was. So, Rosana. Ja, der wechselt ja Vanessa rein. Vanessa, du schaffst doch hier Rosana, oder? Vanessa, mach mal einen Feuersturm für mich. Jawoll. Und ein One-Hit. Sehr gut. Also jetzt mit ausgeklifteten Training schafft man auch so etwas mit, ja. Oder mit richtig guten Move-Pool und ein bisschen guten Switch-Ins und guten Team-Building schafft man sowas auch extrem gut. Noch ein Fußschall, du. Wie, das hätte keinen Effekt. Das macht mir gerade ein bisschen Angst, ne? Oh, Glück. Ey, warum kann man denn Verwirrung nicht mit einem Hypertrank heilen? Hyperheiler heilen? Ist ja mega unnötig. Was ist das denn? Morga mit der, Morga mal Leute. Meine Güte, Leute. Also. Das ist ja unglaublich. Ja, klatschen wir den Hypertrank auf Mr. Trackis drauf.
Lorelei, 2 Minuten haben wir gebasht. Ja, ich habe immer noch den doppelten Speed drauf, merke ich, ne? Ja, schade. Wird anscheinend doch zu einfach. Hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ja, Bruno, der wird uns gar keine Probleme bereiten. Bruno ist das schwächste Top 4-Mitglied. Ich habe meine Pokémon Paulus trainiert, Regi. Wir werden dich mit unserer Raffe zwingen zum Angriff. Schwächstes Top 4-Mitglied hier in dieser Generation. Mal guckt ihn euch an. Hat zwar ein Body wie Brock Lesnar, aber Pokémon sind lower als low. Ich meine, ein Surfer wird jetzt dieses Onix auch wegblasen. Wegblasen, sage ich ja. Und Nocturne. Nocturne. Mami macht Surlax. Komm, Surlax. Ich glaube, das ist auch die einzige. Der einzige Teil, wo Surlax hier ein bisschen. Ja. Gut sein wird. Und Surlax hext sich hier jetzt sogar auch noch durch. Also, Surlax, was ist da los bei dir? Kickli, Kickli schafft Surlax auch noch. Ich hätte auch hier links reinwechseln können. Wie hieß der? Der eine. Anscheinend geht's ja doch nicht schneller, ne? Mach mir. Finde ich nicht so gut. Ja, dann mache ich, glaube ich, noch hier Agathe in dieser Episode. Agathe und in der nächsten Episode dann Champ. Inklusive nochmal Siegfried davor, ne? Weil das war ja jetzt nix. Also hier rushen wir ja durch wie sonst was mit NFEs. So, Borschnabel sollte ein Tool jetzt. Oh, viel Gerät. Sorry, Bruno, also. Was kann ich denn dafür? Ich bin erledigt. Doch die nächste Herausforderung warten bereits. Na gut. Bin jetzt ein bisschen zu einfach. Ja, hauen wir mal Sayo nach vorne und jetzt geht's los. Ich bin Agathe, der Team der Top 4. Wo wird euch? Lob dich in den höchsten Tönen, junger Mann. Er war einmal ein gut aussehender, staatlicher Mann. Doch das war vor Jahrzehnten. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Pokédex. Aber Pokémon wollen ja kämpfen. Regi, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Ja. Mit 10 Jahren Erfahrung habe ich das jetzt auch noch nötig, ne? So, der Gengar Sprite ist eigentlich ganz chillig. Und Gengar kann man in der ersten und der zweiten Gen sogar noch mit Erdbeben treffen. Ey, muss das sein? Und das ist One-Hit, was ist das denn? Also, bin gerade mega enttäuscht ein bisschen von der Top 4, ne? Habt ihr schon mehr erwartet? Ja, der Golbert vielleicht. Guckt euch die Augen an. Der Golbert. Oh, shit. Bin auf die Dings-Taste gekommen. Auf die Windows-Taste. Moment. So, jetzt geht's, ne? Na gut, dann ist ja gut. So, dann machen wir nochmal Donnerblitz. Donnerblitz sollte eigentlich diesem Golbert hier den Gar ausmachen. Sag ich ja. Und nochmal ein Alpollo. Aber ja, Paul wächst ja wieder Sayo rein. Was ist das denn? Tüt, Kopf, Kopf. Na gut, Paul ist auch besiegt. Mann, das ist so low. Was ist da los? Ich hatte wirklich mehr erwartet. Ist unser Team eigentlich echt stark? Hallo, wir haben NFEs. No, eine Erwähnung, dass es jetzt auch One-Hit besiegt, oder was? Ja! Alter. Okay. Also. War es das mit der Top 4? Scheint so, ne? Scheint so. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich weiß, ihr habt mehr erwartet, aber vielleicht wird uns der Champion-Kampf inklusive das Ende nochmal gegen Siegfried jetzt gleich ein bisschen mehr abverlangen. Wir wissen es nicht. Von daher, haut rein, macht's gut und ciao. Euer Bengel, der 10 Finger. Freut euch auf die nächste Episode. Denn das wird die nächste, letzte. Das wird die nächste Episode sowieso. Aber auch die letzte Episode vom Pokémon Rot NFW, der Nasal Challenge Deluxe. Haut rein, Leute.